Stellt euch vor, Europa wäre eine Weltraum-Supermacht. Stellt euch vor, wir hätten unsere eigene bemannte Fähre, die zum Mond fliegt, Satelliten repariert, Raumstationen besucht. Klingt wie Science Fiction? Nun, das hätte es nicht sein müssen. Heute, meine Damen und Herren, entführen wir euch in die Geschichte und mögliche Zukunft der europäischen bemannten Raumfahrt mit dem Namen Hermes und wagen auch einen Blick in die Zukunft, die wahnsinnig spannende Themen für uns bereithält. Der Traum von Hermes. Das Jahr 1977. Europa träumte groß, wollte mit den Großen der Raumfahrt, den USA und Russland, damals noch die Sowjetunion, Schritt halten. Frankreich nahm die Feder, oder besser gesagt die Federraketen, und skizzierte ein Projekt namens Hermes. Eine kleine, aber feine, wiederverwendbare Raumfähre für niedrige Erdumlaufbahnen, die Europa endlich in die Liga der bemannten Missionen hätte befördern können. Hermes war nicht einfach ein europäisches Space Shuttle. Oh nein, es war mehr. Ein Lifting Body Design, das sanft auf Flügeln zur Erde gleiten sollte, im Gegensatz zum dramatischen Sturzflug des Starship von SpaceX. Hochfliegende Pläne. Hermes wäre die europäische Antwort auf die US-amerikanischen Space Shuttles gewesen und hätte ursprünglich relativ kostengünstig sein sollen, aber die Projektionen stiegen schnell an. Kosten, die in den Himmel schossen, noch bevor die Fähre überhaupt abhob. Anfangs wurden die Entwicklungskosten für Hermes auf etwa 3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Diese Kosten erhöhten sich jedoch bis zum Ende der Planungsphase auf rund 4,5 Milliarden US-Dollar und es gab Befürchtungen, dass sie weiter steigen könnten. Wer sich mit der Raumfahrt beschäftigt, der weiß, dass die Kosten mit Sicherheit gestiegen wären. Was die Startkosten selbst betrifft, so gab es keine spezifischen Schätzungen, die ausschließlich die Startkosten abdeckten, ohne die Gesamtkosten für die Entwicklung der Trägerrakete Ariane 5, die notwendig gewesen wäre, um Hermes ins All zu bringen, zu berücksichtigen. Die Kosten für den Start eines solchen Systems hätten sich wahrscheinlich auf hunderte Millionen Dollar pro Flug belaufen, abhängig von den letztendlichen Spezifikationen und Anforderungen des Hermes-Programms. Und ja, man hat die Ariane 5 so gestaltet, wie man sie gestaltet hat, wenn man sich die Option einer derartigen Raumfähre offen lassen wollte. Man wollte dazu in der Lage sein, so einen Raumgleiter ins All zu bringen. Leider wurden diese Träume niemals realisiert. Das Programm wurde letztlich Anfang der 1990er Jahre aufgrund von Budgetbeschränkungen und strategischen Änderungen in den Prioritäten der ESA eingestellt. Die genauen Zahlen für Start- und Entwicklungskosten blieben daher spekulativ und basierten auf den Schätzungen und Projektionen der Planungsphase. Es war gedacht, in Autopilotmodus zu fliegen, mit Platz für bis zu 5 Astronauten oder 2 Astronauten und 1,5 Tonnen Nutzlast für eine Woche im All. Doch dann die Challenger-Katastrophe in den USA im Jahr 1986. Ein harter Schlag, der die Weltraumgemeinschaft erschütterte und auch Hermes-Pläne über den Haufen warf. Sicherheitsvorkehrungen wurden verstärkt, die Sitzanzahl reduziert und die Fähre schwerer und die Nutzlast geringer. Ihr seht schon, wo das hinführt. Die Pause und das Ende. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Möglichkeit, günstig mit Russland zu kooperieren, nahm Europa eine Bedenkzeit. Es gab ein großes Hin und Her. Es wurden unzählige Studien angefertigt. Ein Vorentwicklungsauftrag wurde von der ESA erteilt. Aber schließlich wurde das Projekt 1991 endgültig auf Eis gelegt. Der Traum von Hermes war zu Ende, bevor er richtig begonnen hatte. Anderthalb Dekaden Arbeit aus dem Fenster. Geopolitische und fiskale Realitäten hatten obsiegt und die Vision von einer europäischen Raumfähre, die selbstständig ins All fliegen könnte, war vorerst begraben. Was heute bleibt, ist die Erinnerung an ein mutiges Projekt, das viel versprochen hatte, aber nicht die Unterstützung fand, die notwendig gewesen wäre, um es zu verwirklichen. Hermes hätte Europa auf eine neue Ebene der Raumfahrt gebracht. Vielleicht sogar die Unabhängigkeit in der bemannten Raumfahrt gesichert. Stattdessen zeigt uns sein Scheitern, wie komplex und herausfordernd die Entwicklung und Finanzierung solcher Vorhaben sind. Besonders in einem Europa, das sich oft auf internationale Zusammenarbeit statt auf nationale Projekte konzentriert.
Susi, das Nachfolgedesign. Aber wie bei jeder guten Geschichte gibt es immer eine Fortsetzung. Die Smart Upper Stage for Innovative Exploration, oder kurz SUSI, ist das moderne Echo der Hermes-Ideen. Diese von der Ariane Group konzipierte wiederverwendbare Fähre könnte bis zu 5 Astronauten oder 7 Tonnen Nutzlast in die niedrige Erdumlaufbahn bringen. Starten soll SUSI auf der Ariane 6-4 und sie könnte sowohl als bemannte Raumfähre wie auch als automatisierter Frachter dienen. Die Ariane Group hat bereits eine kleine Version davon für Testzwecke gebaut und getestet. Davon haben wir vor einigen Monaten ein paar kurze Clips zu sehen bekommen, aber seither ist nicht viel passiert. Meine Hoffnung für die europäische bemannte Raumfahrt liegt allerdings nicht bei den Old Space Giganten, sondern vielmehr bei den Newcomern. ESA Aerospace arbeitet auf einen Jungfernstart dieses Jahr hin. Auch die Rocket Factory Augsburg steht kurz vor der Einführung ihrer RFA One. Und neueste Berichte lassen den Schluss zu, dass beide bereits an leistungsstärkeren Triebwerken und größeren Trägersystemen arbeiten. Diese könnten Europa in die bemannte Raumfahrtzukunft bringen. Übrigens, einen Mangel an Astronauten oder Interessenten gibt es nicht. Bei der letzten Ausschreibung der ESA für die neue Runde der Astronautenausbildung hatten sich Zehntausende Bewerber gemeldet. Europa hat durchaus Personal, das ins All könnte. Allerdings fehlt es an einem Vehikel. Aktuell ist Europa auf SpaceX mit ihrer Dragon-Raumkapsel und Russland mit ihrer Soyuz angewiesen. Wenn wir uns ehrlich sind, ist das peinlich für einen reichen, technologisch hochentwickelten Kontinent der ersten westlichen Welt. Wenn Europa nicht bald die Kurve kratzt, dann sind alle Chancen, irgendwann wieder an Bedeutung zu gewinnen, verspielt. Die Weltraumforschung bewegt sich schnell und wer nicht mithalten kann, bleibt zurück. Es ist daher dringend notwendig, dass Europa nicht nur weiter in die Weiterentwicklung von SUSI investiert, sondern auch neue, innovative Ansätze der Raumfahrt unterstützt und fördert. Die Zusammenarbeit mit aufstrebenden Unternehmen wie ESA und RFA könnte der Schlüssel sein, um endlich den Schritt zur Unabhängigkeit in der bemannten Raumfahrt zu wagen. Dazu braucht es mehr Ankeraufträge seitens der EU-Kommission, der ESA und den europäischen Nationen. Nur durch solche Pioniere und durch politische Willensbildung, die Visionen wie Hermes oder SUSI mit den notwendigen Ressourcen und der Unterstützung ausstattet, kann Europa seine Position als führende Raumfahrtmacht zurückgewinnen und sichern. Du darfst nämlich nicht vergessen, dass Europa mit der Ariane 5 viele Jahre der führende Anbieter für kommerzielle Raketenstarts war. Selbst US-amerikanische Satellitenbetreiber sind mit der Ariane 5 geflogen, weil die US-Launcher zu teuer waren. Warum Weltraumflugzeuge so schwer zu bauen sind? Vielleicht fragt ihr euch, warum es so schwer ist, ein Weltraumflugzeug zu bauen. Es hat nicht zuletzt mit der sogenannten Raketengleichung zu tun. Der Geschwindigkeitsunterschied zwischen einem Flugzeug und einem Objekt in der niedrigen Erdumlaufbahn ist enorm. Ein Flugzeug fliegt etwa mit 5% der Geschwindigkeit eines Satelliten im niedrigen Erdorbit, was ein stabileres Trägerwerk erfordert. Das wahre Problem entsteht dann, wenn man wieder zurück in die Erdatmosphäre zurückkommt. Die hohe Geschwindigkeit repräsentiert die gesamte Energie, die von der Trägerrakete in die Nutzlast gesteckt wurde. Diese Energie muss wieder herausgenommen werden. Auf die eine oder andere Art. Wir haben bei den Starship-Wiedereintritten gesehen, welche enormen Kräfte dabei auftreten, wenn man die Geschwindigkeit über die Atmosphäre abbauen will. Auch das Space Shuttle Columbia-Desaster war eine schmerzliche Lektion in dieser Hinsicht. Wenn in dieser Phase etwas schief geht, dann kann das verheerende Folgen haben. Um solch einen Wiedereintritt zu überstehen, ist eine Art Hitzeschild notwendig. Dieser hat ein Gewicht und reduziert die Nutzlastkapazität. Durch die Wiederverwendung allerdings muss nicht für jede Mission ein neues Vehikel gebaut werden. Das spart offensichtlicherweise ganz viele Ressourcen. Die Zukunft der europäischen Raumfahrt. Die Ariane 5 wurde zwar speziell dafür entwickelt, Hermes zu starten, aber diese Verbindung wurde nie realisiert. Jetzt, wo die Ariane 6 in Betrieb ist, fehlt diese Möglichkeit wieder. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt und die ESA hat mit der Agenda 2025 eine Vision für die Zukunft der Raumfahrt gezeichnet. Europa träumt weiter von bemannten Raumflügen. Die süddeutschen Raketen-Startups könnten die Zukunft der europäischen bemannten Raumfahrt sein.
Sie könnten die private Initiative sein, die Europa braucht, um seine Raumfahrtambitionen zu erfüllen. Mit dem Ziel, europäische Astronauten nicht nur zu Gast auf internationalen Missionen wie Artemis zu sein, sondern eigene Missionen zu ermöglichen. Stimmt schon, dass das Europäische Servicemodul oder kurz ESM wichtig ist für die Artemis-Missionen, aber es ist auch nicht so, dass die NASA das nicht selbst hätte machen können. Man wollte hier ganz klar einen Verbündeten einbinden. So einfach ist das. Das ändert allerdings nichts daran, dass Europa bei Artemis ein Juniorpartner ist und ein Bittsteller bleibt, solange die Verhandlungsposition nicht gestärkt wird. ESAs Agenda 2025. Ein Blick in die Zukunft. Jeden Tag verwendest du dein Handy mit Satellitennavigation, schaust Satelliten-TV oder nutzt Wetterdaten, die durch europäische Raumfahrttechnologie verfügbar gemacht wurden. Die ESA möchte sicherstellen, dass Europa auch zukünftig diese Technologie vorantreibt und nicht nur Konsument, sondern auch Anbieter dieser Innovationen ist. Zusammengefasst möchte die ESA mit ihrer Agenda 2025 die Raumfahrt in Europa auf eine neue Ebene heben. Durch die Intensivierung der Kooperation mit der EU und die Förderung der Kommerzialisierung soll Europa technologisch und wirtschaftlich wachsen. Die ESA plant, die Raumfahrt für Sicherheit und Schutz zu nutzen, dabei Weltraumverkehrsmanagement zu entwickeln und Weltraumschrott zu beseitigen. Sehr wichtige Punkte hier. Neue Trägersysteme wie die Ariane 6 und Vega C sollen den Zugang zum Weltraum verbessern und Europa soll seine Spitzenposition in Satellitennavigation und Erdbeobachtung halten. Eine Transformation der ESA selbst steht an, um effizienter zu arbeiten und Innovationen schneller zu fördern. Also man will kopieren, was die NASA mit ihren Kommerzialisierungsinitiativen erzielt hat. Diese Ziele sollen Europa in der Raumfahrt weltweit führend machen und gleichzeitig die Raumfahrt zugänglicher und nützlicher für alle Bürger Europas gestalten. Es ist ein ambitioniertes Ziel, aber es ist eine Notwendigkeit, wenn Europa nicht nur im All, sondern auch auf der Erde seine Position als Technologie- und Innovationsführer behaupten will. Der Weg nach vorne. Die Herausforderungen sind groß, aber die Möglichkeiten auch. Mit Projekten wie SUSI könnte Europa wieder an die Spitze der Raumfahrttechnologie zurückkehren. Es ist ein Weg, der von politischen Entscheidungen, technologischen Innovationen und der Zusammenarbeit zwischen ESA, EU und nationalen Raumfahrtagenturen geprägt sein wird. Was denkst du? Welche Rolle soll Europa in der Zukunft der Raumfahrt spielen? Soll Europa weiter investieren, um selbstbemannte Raumflüge zu ermöglichen? Könntest du dich als Teil dieser Reise sehen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Und während wir davon träumen, Europa wieder im Weltraum zu sehen, möchte ich kurz vorstellen. Planet Pioneers. Sie haben mit Mars Chroniken eine exklusive Kollektion herausgebracht, die euren Raumfahrtgeist widerspiegelt. Bleibt auf dem Mars oder zumindest im Weltraum mit ihrer innovativen und stilvollen Kollektion. Den Link zur Kollektion findest du unten in der Videobeschreibung oder geh direkt auf planet-pioneers.de. Wir werden in den nächsten Wochen weitere Designs veröffentlichen, also schau gerne immer wieder rein. Wenn dich Weltraumflugzeuge und Raumgleiter mehr interessieren, dann habe ich genau das richtige Video für dich im Abspann verlinkt. Da gehen wir im Detail auf die Geschichte ein und schauen uns den Dream Chaser, das Space Shuttle und zahlreiche andere Weltraumflugzeuge an. Also meine Freunde, die Frage ist doch, werden wir das europäische Zeitalter der bemannten Raumfahrt erleben? Europa hat den Geist, die Fähigkeiten und die Träume. Dank an alle Kanalmitglieder und Patrons, die uns auf dieser Reise begleiten. Und denkt dran, eure Unterstützung hilft uns, diese Träume weiterzuerzählen. Mein Name ist Sirwan und das war Mars Chroniken. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.